Ich entschied mich dazu, diese Schule, dieses Museum zu gründen, um die Traditionen und die Magie der Roma-Gemeinschaft zu erhalten. Zusammen mit meinen Töchtern bin ich weltweit als die mächtigste Hexe anerkannt. Diese Gabe wird von Generation zu Generation weitergegeben. Mein Name ist Mihaela Minca. Wir Roma kommen aus Indien und waren eine Minderheit, die verkauft wurde. Wir waren Sklaven und wurden Bojaren, Königen und Kaisern gegeben, um ihnen zu dienen. Als wir nach Europa geschickt wurden, wurden wir von Europäern gekauft. Es sind die wichtigsten Traditionen, die wir ehren und hochhalten. Tanz, Musik, Magie, Holzhandwerk, Silber, Gold, Eisen. Ich heiße Cassandra und bin die Tochter von Mihaela Minca. Zusammen mit meiner Schwester bilden wir den mächtigsten Hexensabbat. Das hier ist unser mächtigster Altar. Wenn eine Person zu uns kommt und uns um Hilfe bittet, müssen wir zuerst die Tarotkarten öffnen, um zu sehen, ob dieses Problem durch Magie gelöst werden kann und welches Ritual zu wählen ist. Ich hatte nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil meine Eltern und Großeltern noch mit Karren unterwegs waren. Als ich erwachsen wurde, geheiratet habe und meine Kinder zur Welt kamen, sagte ich, dass ich meine Kinder auf jeden Fall zur Schule bringen muss, damit sie eine Ausbildung bekommen. Die anderen Kinder lachten über meine Töchter, weil sie die traditionelle Roma-Tracht tragen mussten. Und sie weinten, weil sie nicht zur Schule gehen wollten. Und dann sagte ich mir, ich muss etwas tun, damit die Kinder lernen können. Also habe ich die Tracht aufgegeben und meine Mädchen in Freizeitkleidung gesteckt. Ich ließ sie lernen, wenn auch mit großen Schwierigkeiten. Hallo, ich heiße Kaliandra und bin 13 Jahre alt. Ich bin die Tochter von Anna, Mihaela Minkas Nichte. Ich habe Englisch über Netflix gelernt, aber auch in der Schule und im Internet. Am Altar sprechen wir auch Englisch. Ich denke, diese Schule wird das neue Hogwarts. Warum ich die Schule gründen möchte? Um Roma-Frauen zu beschützen, damit sie nicht in anderen Ländern ausgebeutet werden und unsere Traditionen verlernen. Um ihnen ihren alten Beruf zurückzugeben, damit sie nicht klauen gehen. Dragoste, binecuvântare,
Viele Roma-Frauen können heute, in diesem Jahrhundert, noch immer nicht lesen oder Rumänisch sprechen, weil ihnen nie geholfen wurde. In Rumänien glauben 99% an Magie. Sie gehen zu Hexen und fragen sie nach Rat, aber leider im Geheimen. Diese Geheimnistuerei ist bei Rumänen genetisch bedingt. Denn wir lebten im Kommunismus und hatten Angst davor, unsere Ansichten öffentlich zu teilen. Alle tragen dasselbe Trauma. Glauben Sie an Magie? Natürlich, sehr sogar. Ich zeige Ihnen was. Was ist das? Das sind meine Kristalle. Das ist ein Lapislazuli und ein schwarzer Obsidian. Sie schützen mich vor Hexen und Hexerei. Das ist ein Amethyst. Er hat einen Bezug zu meinem Sternzeichen, Krebs. Dieser Stein verleiht mir Glück, Balance im Leben und so weiter. Ich habe noch nie Hexen konsultiert, aber mein Freund hat mir mal Tarotkarten gelegt. Heute ist ein besonderer Tag, die Sommersonnenwende. An diesem Tag müssen wir ein Sommerritual mit Blumenkränzen abhalten, damit all die negative Energie von unseren Klienten abfällt und nicht mehr zurückkehrt. And don't be back. Dragoste și iubire vom aduna. Dragoste și iubire vom aduna. Cum sunt florile mândre și plăcute? Cum sunt florile mândre și plăcute? Căutate și apreciate. Căutate și apreciate. Împreună cu fiicele mele am Zusammen mit meinen Töchtern habe ich für Menschen auf der ganzen Welt gearbeitet. Vom letzten Mann auf der Straße bis zum mächtigsten Mann im Staat. Präsidenten und Machthaber haben ihre eigenen Hexen. Sogar die rumänische Königin hatte eine eigene Hexe. Ich praktiziere weiße und schwarze Magie. Ich biete jedem meine Dienste an, der zu mir kommt und mich darum bittet. Selbst wenn mir etwas nicht passt. Ich kann sie nicht wegschicken. Sogar wenn Wladimir Putin zu mir käme. Ja.